Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um diese Wolf-Statue. Die ist ein bisschen größer als die anderen Statuen, aber ja, ich habe einen kleinen Tipp bekommen, dass ich diese Statue mal bauen sollte von dem lieben Anime Gaming. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit Bauen. So Freunde, jetzt geht's los mit dem Bauvideo. Wir benötigen als erstes die weiße Wolle. Mit der weißen Wolle platzieren wir jeweils ein 2x2 Reihe hier drauf, lassen eins dazwischen frei und platzieren hier die nächste. Dann lassen wir insgesamt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke frei, platzieren hier wieder zwei Zweierblöcke, lassen wieder eine Blockreihe dazwischen frei und platzieren hier wieder zwei hin. Genau. Hier angekommen benötigen wir jetzt die hellgraue Wolle. Mit der hellgrauen Wolle setzen wir jetzt jeweils zwei solche Reihen hier drauf bei jedem Fuß. Das machen wir hinten auch. Dann sieht das so aus. Jetzt müssen wir die weiße Wolle uns wieder nehmen, setzen hier so darauf auch nochmal zweimal jeweils, ja, wie sagt man das am besten? Insgesamt viermal Zweierreihen, genau so rum, und hier hinten auch. Zusätzlich setzen wir hier hinten, also das ist unsere Frontseite, hier wird dann das Gesicht sein. Auf die Rückseite setzen wir nochmal eine Blockreihe hier so drauf und gehen dann zu der Vorderseite. Jetzt benötigen wir die hellgraue Wolle. Jetzt müssen wir uns einen Kasten bauen. Da würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach hier bei dem linken Fuß einfach mal an, setzen hier einen Block in die Ecke hin, gehen eins nach raus und gehen hier einmal ringsherum. Dann haben wir hier vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Das gleiche kommt hier in die Richtung nochmal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Und jetzt tun wir erstmal den Kasten schließen. Und hier angekommen benötigen wir jetzt nochmal 5 Blöcke nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Jetzt machen wir den Kasten hier mal schnell zu. Und füllen den dann komplett einmal aus mit der grauen Wolle. Oder beziehungsweise können auch das Innere freilassen, das macht nichts, um einfach unsere Statue dann quasi so zu bauen. Genau. Normalerweise ist es eigentlich relativ einfach, auch diese Wolf-Statue zu bauen. Ja. Also ihr könnt die einfach ganz gemütlich nachbauen. Könnt das Video pausieren, währenddessen wir das gerade bauen, und dann passt das, würde ich sagen. So, jetzt haben wir unseren Kasten fertig. Was wir jetzt hier noch umbauen, hier so dran, ist der Hund oder der Wolf, sagen wir ja, hat er immer so ein rotes Halsband immer drum. Dann nehmen wir uns die rote Wolle und machen diesen Außenrahmen hier einmal weg. Platzieren da einmal die rote Wolle hin. Dann sieht es schon dann viel besser auf jeden Fall aus, wenn der ein rotes Halsband nämlich dran hat. Genau, hier angekommen gehen wir zu dem Hinterteil. Da benötigen wir jetzt die weiße Wolle. Platzieren die erste Reihe hier bei dem zweiten Block. Und jetzt insgesamt 8 Blöcke nach hinten, also 2, 4, 6, 8 Blöcke, dann steht das oder ragt das ein Block hier so hinten hinaus. Schließen das einmal, so wie es hier drüben auch ist. Und gehen dann hier so dran, machen dann hier unten komplett einmal zu. Und gehen jetzt hier insgesamt, dass es eine Höhe ergibt von 3, gehen wir nach oben. Und machen hier auch nochmal den kompletten Rahmen einmal zu. Und wenn wir jetzt hier angekommen sind, da fehlt uns eigentlich dann nur noch das kleine Schwänzlichen. Dann setzen wir hier so hinten mittig, aber in der obersten Reihe, einen Block dran,
Ein Block hier oben drauf und eins nach vorne. Jetzt gehen wir hier oben drauf, setzen hier einen Block hin, also einen Ersatzblock, der kommt dann gleich weg. Platzieren hier eins raus. Und das gleiche machen wir hier nochmal. Dann sieht das so aus. Genau. So, jetzt werden wir schon mal die kleine Strukturierung hier so machen. Wir gehen von der Mitte hier so, von dem weißen Block zwei raus. Also bei dem dritten Block platzieren wir eine graue Wolle rein und gehen mit der Wolle insgesamt vier nach vorne. Also dass es insgesamt eine Viererreihe ergibt. Seitlich jeweils immer zwei weg, so wie ich das hier mache. Und hier so kann man jetzt einfach variieren, wie man das möchte. Ich setze jetzt hier einmal einen kompletten Rahmen weißer Wolle ringsherum. Und tue jetzt einfach hier die Strukturierung ein bisschen bearbeiten, wie ich das hier möchte. So dass das wie eine Art Fell hier aussieht. So, so, so. Okay, hier würde ich nochmal weglassen, damit das so aussieht. Und hier würde ich einzelne Flecke dann nochmal reinsetzen. Hier unten und hier hin. Und hier so hier. Genau, ihr könnt das natürlich auch nachbauen. Einfach das Video anhalten, währenddessen wir jetzt hier gerade bauen und machen und tun. Und ja, dann dürfte das quasi kein Problem darstellen. Kommen wir zur Vorderseite. Bei der Vorderseite benötigen wir die weiße Wolle hauptsächlich. Dann kommt die schwarze mit ins Spiel. Dann die weiße Keramik und die glatte, den Quarzblock, so rum. Und ja, wir nehmen uns auf jeden Fall erstmal die weiße Wolle. Gehen hier auf den ersten grauen Wolle drauf. Dort platzieren wir jetzt einen Block weiße Wolle, dann gehen wir einen Block nach oben, ziehen das Ganze hier einmal rüber. Dann sieht das so hier aus. Hier angekommen, gehen wir insgesamt vier Blöcke nach vorne. 1, 2, 3, 4. Und das machen wir jetzt einmal komplett zu. Damit das so aussieht. Hier setzen wir jetzt nochmal so eine Zweierreihe drauf. Und machen das komplett zu. Dann hat man hier so einen Kasten, sage ich jetzt mal, von 4x4. Genau. Jetzt gehen wir hier hinter. Bei dem zweiten Block setzen wir hier einen Block hin und einen daneben und gehen auf die andere Seite, machen das auch. Und hier so nochmal zwei Blöcke jeweils immer drauf. Das sind die Ohren. So, jetzt kommen wir zu dem Gesicht allgemein. Nehmen uns jetzt den Quarzblock, machen die Blöcke hier so weg. Die äußeren drei und das gleiche hier auf der anderen Seite auch nochmal. Nehmen uns jetzt die schwarze Wolle, machen hier bei dem, ja wie soll ich das sagen, in der Ecke von den Quarzblöcken machen wir jeweils den Block weg und machen dort die schwarze Wolle rein für die Augen. Jetzt benötigen wir die weiße Keramik. Die weiße Keramik platzieren wir hier in der Mitte eine Dreierreihe, oben drauf eine Dreierreihe. Und links und rechts davon nochmal ein Block jeweils hin. Dann sieht das so aus. Jetzt benötigen wir nur noch die schwarze Wolle. Die platzieren wir hier vorne dran. Und hier oben ist eine Stupsnase. Und schon ist unser Wolf fertig. Ja, ich finde, der hat auf jeden Fall was. Und ja, danke auf jeden Fall nochmal Anime Gaming für den Tipp, dass ich diese Statue bauen durfte. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video, Leute.